Lesungen der Worte des allmächtigen Gottes. Über das Streben nach der Wahrheit. Wie man nach der Wahrheit strebt. 15. Manche Leute sagen, wenn Traditionen und Aberglauben zu bestimmten traditionellen Gedanken und dem Aberglauben außerhalb des Christentums gehören, dann sollten wir sie kritisieren und loslassen. Aber wenn es um bestimmte Gedanken, Ansichten, Traditionen oder einen bestimmten Aberglauben orthodoxer Religionen geht, müssen die Menschen sie dann nicht loslassen? Sollten wir diese Dinge nicht als Feiertage betrachten oder als einen Lebensstil, um sie zu feiern und in unserem täglichen Leben hochzuhalten? Nein, wir sollten beides loslassen, weil sie nicht von Gott sind. Der größte Feiertag, der aus dem Christentum stammt, ist Weihnachten. Wisst ihr etwas darüber? Heutzutage feiern auch einige Großstädte im Osten Weihnachten, planen Weihnachtsfeiern und feiern Heiligabend. Neben Weihnachten gibt es Ostern und Pessach, beides wichtige religiöse Feiertage. An manchen Feiertagen essen die Leute Truthahn und es wird gegrillt, während sie an anderen Zuckerstangen essen, die rot und weiß sind und das kostbare Blut des Herrn Jesus als Sündopfer für die Menschen symbolisieren, was sie heilig macht. Rot steht für das kostbare Blut des Herrn Jesus, weiß steht für Heiligkeit und die Leute essen derartige Süßigkeiten. An Ostern Ostereier zu essen, ist auch eine Tradition. Alle diese Feiertage hängen mit dem Christentum zusammen. Es gibt auch bestimmte christliche Ikonen, etwa Bilder von Maria, Jesus und des Kreuzes. Diese Dinge haben sich aus dem Christentum entwickelt und sind meiner Meinung nach auch eine Art Tradition. Hinter diesen Traditionen muss ein gewisser Aberglaube stecken. Kurz gesagt, unabhängig vom Inhalt dieser abergläubischen Redensarten, solange sie nicht die Wahrheit, den Weg, den die Menschen einschlagen oder Gottes Anforderungen an geschaffene Wesen betreffen, haben sie nichts mit dem zu tun, worin ihr jetzt eintreten solltet, und ihr solltet sie loslassen. Sie dürfen nicht als heilig und unantastbar betrachtet werden, aber natürlich gibt es auch keinen Grund, sie zu verachten. Geht einfach richtig damit um. Haben diese Feiertage etwas mit uns zu tun? Sie haben nichts mit uns zu tun. Ein Ausländer fragte mich einmal, feiert ihr Weihnachten? Ich sagte, nein. Feiert ihr dann Neujahr, das Frühlingsfest? Ich sagte, nein. Welche Feiertage feiert ihr dann? Ich sagte, wir haben keine Feiertage. Jeder Tag ist für uns gleich. Wir essen an jedem beliebigen Tag, was wir wollen, und das unabhängig von irgendwelchen Feiertagen. Ich habe keine Traditionen. Er fragte, warum? Ich sagte, kein Grund. Diese Lebensweise ist sehr frei, ohne irgendwelche Einschränkungen. Wir leben ohne jegliche Förmlichkeiten und halten uns einfach an die Regeln. Wir essen, ruhen, arbeiten und bewegen uns im Einklang mit der Zeit und dem Maß, die Gott vorgibt, natürlich und frei, ohne irgendwelche Förmlichkeiten. Was einen besonderen religiösen Gegenstand, nämlich das Kreuz, betrifft, so halten manche Menschen es für heilig. Ist das Kreuz heilig? Kann es als heilig bezeichnet werden? Ist das Bild von Maria heilig? Nein, es ist nicht heilig. Ist das Bild von Jesus heilig? Ihr traut euch kaum, es zu sagen.
Warum ist das Bild Jesu nicht heilig? Weil es von Menschen gemalt wurde, es ist nicht das wahre Abbild Gottes und hat nichts mit Gott zu tun. Es ist nur ein Gemälde, ganz zu schweigen vom Bild der Maria. Niemand weiß, wie Jesus aussieht, also malen sie ihn einfach gedankenlos, und wenn das Gemälde fertig ist, bitten sie dich, dich vor es zu stellen und es anzubeten. Wäre es nicht töricht von dir, ein Bild anzubeten? Gott ist der eine, den du anbeten solltest. Du solltest keine formelle Schau abziehen und dich vor irgendeinem Idol, Porträt oder Bild verbeugen. Es geht nicht darum, dich vor einem Objekt zu verbeugen. Du sollst in deinem Herzen Gott anbeten und zu ihm aufschauen. Menschen sollten sich vor den Worten Gottes und seiner eigentlichen Person niederwerfen, nicht vor dem Kreuz oder den Bildern von Maria oder Jesus, die alle Idole sind. Das Kreuz ist nur ein Symbol des zweiten Schritts in Gottes Werk. Es hat nichts mit Gottes Disposition, Wesen oder Anforderungen an die Menschheit zu tun. Es repräsentiert nicht Gottes Abbild, geschweige denn sein Wesen. Deshalb bedeutet es nicht, dass du Gottesfurcht hast oder ein Schutzamulett besitzt, wenn du ein Kreuz trägst. Ich habe nie das Kreuz repräsentiert. Ich habe keine Kreuzsymbole in meinem Haus, keines dieser Dinge. Weihnachten und Ostern nicht zu feiern, solche Sachen können die Leute leicht loslassen, aber wenn es um religiöse Aspekte wie das Kreuz, Bilder von Maria und Jesus oder sogar die Bibel geht und du ihnen sagst, sie sollten ein Kreuz oder ein Bild von Maria oder Jesus wegwerfen, denken sie, oh, das ist so ehrfurchtslos. Schnell, bitte Gott um Vergebung. Die Menschen spüren, dass es zu Konsequenzen kommen wird. Natürlich brauchst du nicht absichtlich etwas Zerstörerisches mit diesen Gegenständen zu tun, noch musst du ihnen Respekt entgegenbringen. Es sind nur Gegenstände und haben nichts mit Gottes Wesen oder Identität zu tun. Das ist eine Sache, die du wissen solltest. Was die von Menschen festgelegten Feiertage, Weihnachten und Ostern anbelangt, so haben sie selbstverständlich nichts mit Gottes Identität oder Wesen, seinem Werk oder seinen Anforderungen an die Menschen zu tun. Selbst wenn du 100 oder 10.000 Weihnachten feierst, egal wie viele Lebenszeiten du Weihnachten oder Ostern feierst, es ersetzt nicht das Verstehen der Wahrheit. Du brauchst diese Dinge nicht zu bewundern, indem du sagst, ich muss in den Westen reisen. Im Westen kann ich Weihnachten feiern. Weihnachten ist heilig. Weihnachten ist ein Tag, um Gottes Werk zu feiern. Außerdem ist es ein Tag, den wir ehren sollten. Wir sollten diesen Tag feierlich begehen. Ostern ist erst recht ein Tag, der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist ein Tag, um der Auferstehung des menschgewordenen Gottes von den Toten zu gedenken. Wir sollten an einem solchen Tag zusammen jubeln, feiern und uns gegenseitig gratulieren und diesen Tag für immer in Ehren halten. Das alles sind menschliche Vorstellungen, Gott braucht sie nicht. Wenn Gott wollte, dass die Menschen diese Tage feierlich begehen, würde er dir das genaue Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Minute und die Sekunde mitteilen. Wenn er dir das genaue Jahr, den Monat und den Tag nicht gesagt hat, bedeutet das, Gott will nicht, dass die Menschen diese Tage feiern. Wenn du sie feierst, verstößt du gegen Gottes Beschränkungen und das gefällt ihm nicht. Es gefällt Gott nicht, aber du bestehst darauf, es zu tun und behauptest, du würdest Gott anbeten.
dann widerst du Gott umso mehr an und du verdienst es, zu sterben. Verstehst du das? Wenn du diese Feiertage feiern willst, schenkt Gott dir keine Beachtung und früher oder später wirst du den Preis dafür zahlen und die Verantwortung für deine falschen Handlungen tragen. Daher sage ich dir, es ist wichtiger für dich, eines von Gottes Worten wirklich zu verstehen und seine Worte zu befolgen, als dich wie oft auch immer vor dem Kreuz niederzuwerfen und den Kopf zu neigen. Egal wie oft du das tust, es ist nutzlos und bedeutet nicht, dass du dem Weg Gottes folgst, seine Worte annimmst oder Dinge im Einklang mit den Grundsätzen tust, wie er es verlangt. Gott wird sich nicht daran erinnern. Also, wenn du meinst, das Kreuz sei besonders heilig, solltest du von diesem Tag an diesen Gedanken und diese Sichtweise loslassen und dein geliebtes Kreuz aus den Tiefen deines Herzens werfen. Es repräsentiert Gott nicht und es zu verehren bedeutet nicht, dass du fromm bist. Es zu schätzen, zu lieben oder sogar den ganzen Tag auf deinen Schultern zu tragen, bedeutet nicht, dass du Gott verehrst. Das Kreuz war nur ein Werkzeug, das in einer Phase von Gottes Werk verwendet wurde, und es hat keine Verbindung zu Gottes Wesen, Disposition oder Identität. Solltest du darauf bestehen, das Kreuz zu verehren, als wäre es Gott, das ist, was Gott verabscheut. Gott wird sich nicht nur nicht an dich erinnern, sondern er wird dich abweisen. Wenn du darauf bestehst und sagst, ich werde nicht auf dich hören, das Kreuz ist in meinen Augen heilig und unantastbar. Weder glaube ich deinen Worten, das Kreuz sei nicht wichtig und repräsentiere Gott nicht, noch akzeptiere ich deine Worte. Dann kannst du dich verhalten, wie es dir passt, und sehen, was es dir am Ende einbringt. Gott ist längst vom Kreuz herabgestiegen. Es war das äußerst unscheinbare Werkzeug, das in einer Phase von Gottes Werk verwendet wurde. Es ist bloß ein Gegenstand, und in Gottes Augen hat es keinen Wert, der bewahrt werden sollte. Natürlich gibt es keinen Grund für dich, es zu schätzen, zu lieben oder sogar zu ihm aufzuschauen oder es zu respektieren. Das alles ist unnötig. Die Menschen schätzen im Herzen auch die Bibel. Obwohl sie die Bibel nicht mehr lesen, hat sie noch immer einen festen Platz in ihrem Herzen. Sie können ihre Ansichten zur Bibel, die durch ihre Familie oder Vorfahren überliefert wurden, nicht völlig loslassen. Wenn du zum Beispiel die Bibel zur Seite legst, denkst du vielleicht, oh, was tue ich da? Das ist die Bibel. Die Menschen sollten sie schätzen. Die Bibel ist heilig und sollte nicht so gleichgültig behandelt werden, als wäre sie nur ein gewöhnliches Buch. Sie hat so viel Staub angesammelt und niemand hat sich die Mühe gemacht, sie zu säubern. Die Ecken des Buches sind verbogen und niemand hat sie gerade gebogen. Die Menschen sollten derartige Gedanken und Sichtweisen, die Bibel als etwas Heiliges und Unantastbares zu behandeln, loslassen. Diese von der Familie überlieferten Traditionen und abergläubischen Vorstellungen, über die wir gerade gesprochen haben, genau wie verschiedene Gedanken, Sichtweisen und Bräuche, die mit Religion zu tun haben, und Gegenstände, bei denen Leute abergläubisch sind oder die sie bewundern oder schätzen. Das alles impft den Menschen falsche Gewohnheiten, Gedanken und Sichtweisen ein und führt sie auf subtile Weise in die Irre, was ihr Leben, ihre Lebensgrundlagen und ihr Überleben betrifft. Im täglichen Leben stört diese daraus resultierende Irreführung die Menschen unbewusst bei ihren Versuchen, richtige Dinge,
positive Gedanken und positive Sachen anzunehmen. Und dann werden sie unbewusst gewisse törichte, unvernünftige und kindische Dinge tun. Genau deshalb ist es notwendig, dass Individuen eine korrekte Sichtweise und korrekte Gedanken und Ansichten in diesen Fragen haben. Wenn etwas die Wahrheit betrifft und mit ihr übereinstimmt, musst du es annehmen, es praktizieren und dich ihm unterwerfen als Grundsatz, den du für dein Leben und Überleben befolgst. Sollte es jedoch nichts mit der Wahrheit zu tun haben und es handelt sich dabei nur um Tradition oder Aberglauben oder rührt von der Religion her, dann solltest du es loslassen. Und schließlich, das Thema, über das wir heute gesprochen haben, zeichnet sich dadurch aus, dass es, was diese Dinge anbelangt, die mit Traditionen, Aberglauben und Religion zu tun haben, unabhängig davon, ob du sie anerkennst oder nicht, ob du sie erfahren hast oder nicht, oder wie groß dein Verständnis davon ist, kurz gesagt, gewisse Aussagen in Tradition und Aberglauben gibt, die im Sinne von objektiven Fakten existieren und in gewissem Maße das tägliche Leben der Menschheit beeinflussen und stören. Wie solltest du diese Angelegenheit betrachten? Manche sagen, du musst daran glauben. Wenn du dich nicht danach richtest, wird das Folgen haben. Was wirst du dann tun? Weißt du, was der größte Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen ist? Der größte Unterschied ist, dass Gläubige darauf vertrauen, dass alles in Gottes Händen liegt, während Ungläubige immer versuchen, ihr Schicksal selbst zu ändern. Ein weiterer Punkt ist, dass Gläubige Gottes Gegenwart und Schutz haben, sodass diese verschiedenen abergläubischen Phänomene, die im wirklichen Leben existieren, sie nicht beeinflussen. Aber weil Ungläubigen der Schutz Gottes fehlt und sie weder an seinen Schutz noch an seine Souveränität glauben, werden sie in ihrem täglichen Leben von verschiedenen unreinen Dämonen und bösen Geistern kontrolliert. Deshalb müssen sie bei allem, was sie tun, auf Tabus achten. Woher kommen diese Tabus? Kommen sie von Gott? Warum müssen sie sich von diesen Dingen fernhalten? Woher wissen sie, dass sie sich fernhalten sollten? Weil bestimmte Leute diese Dinge erlebt haben, bestimmte Erfahrungen damit gemacht und bestimmte Lehren daraus gezogen haben und diese dann unter den Menschen verbreitet haben. Diese Erfahrungen und Lehren werden dann weithin in Umlauf gebracht, wodurch eine Art Trend unter den Menschen entsteht und jeder beginnt, danach zu leben und zu handeln. Wie ist dieser Trend entstanden? Wenn du die Regeln, die von bösen Geistern und unreinen Dämonen aufgestellt wurden, nicht befolgst, werden sie dich stören, dein normales Leben unterbrechen und durcheinander bringen, sodass du an die Existenz dieser Tabus glaubst und daran, dass es Folgen haben wird, wenn du gegen sie verstößt. Die Menschen haben jahrtausende lang diese Erfahrungen in ihrem täglichen Leben gesammelt, von Generation zu Generation weitergegeben und erkannt, dass es eine unsichtbare Kraft gibt, die sie im Hintergrund kontrolliert und sie auf sie hören müssen. Wenn du zum Beispiel zum chinesischen Neujahr keine Feuerwerkskörper zündest, wird dein Geschäft in diesem Jahr nicht reibungslos laufen. Ein weiteres Beispiel ist, dass alles das ganze Jahr hindurch glatt verlaufen wird, wenn du das erste Räucherstäbchen im neuen Jahr anzündest. Diese Erfahrungen sagen den Menschen, sie müssten an diese aus der Volkskultur stammenden abergläubischen Regeln und Redensarten glauben. Und so leben die Menschen von Generation zu Generation. Was sagen diese Phänomene den Menschen?
Sie sagen den Menschen, dass es sich bei allen diesen Verboten und Tabus um Erfahrungen handelt, die die Menschen mit der Zeit im Leben gesammelt haben und dass es Dinge sind, die die Menschen tun müssen, weil es bestimmte unsichtbare Kräfte gibt, die alles im Hintergrund kontrollieren. Am Ende befolgen die Menschen diese Regeln von Generation zu Generation. Menschen, die nicht an Gott glauben, müssen Aberglauben und Traditionen folgen, um ein relativ reibungsloses Leben in sozialen Gruppen zu führen. Ihr Leben lang suchen sie Frieden, innere Ruhe und Freude. Warum müssen Menschen, die an Gott glauben, Aberglauben und Traditionen nicht befolgen? Gott schützt sie. Menschen, die an Gott glauben, folgen ihm und Gott bringt diese Menschen in seine Gegenwart und in sein Haus. Ohne Gottes Erlaubnis wagt Satan nicht, dir Schaden zuzufügen. Selbst wenn du seine Regeln nicht befolgst, wird er es nicht wagen, dich zu berühren. Aber jene, die nicht an Gott glauben und ihm nicht folgen, kann Satan nach Belieben manipulieren. Satans Methode, Menschen zu manipulieren, besteht darin, verschiedene Redensarten und seltsame Regeln aufzustellen, die du befolgen sollst. Wenn du sie nicht befolgst, bestraft er dich. Wird es zum Beispiel Folgen haben, wenn du den Küchengott am 23. Tag des 12. Mondmonats nicht verehrst? Es wird Folgen haben und Nichtgläubige wagen es nicht, auf dieses Ritual zu verzichten. An diesem Tag müssen sie auch Süßigkeiten essen, die Sesam enthalten, um den Mund des Küchengottes zu versiegeln und zu verhindern, dass er sie im Himmel verrät. Wie sind diese Regeln und abergläubischen Sprüche entstanden? Es ist Satan, der bestimmte Dinge tut, die durch mündliche Überlieferung weitergegeben werden. Im Kern stammen sie von Satan und verschiedenen unreinen Dämonen, bösen Geistern und Dämonenanführern. Sie stellen diese Regeln auf und kontrollieren die Menschen mit diesen abergläubischen Redensarten und Regeln, womit sie die Menschen dazu bringen, auf sie zu hören. Wenn du nicht auf sie hörst, schlagen sie dich mit großer Wut. Sie bestrafen dich. Manche Leute glauben nicht an diese abergläubischen Redensarten und in ihren Häusern herrscht immer Chaos. Wenn sie zu einem buddhistischen Tempel gehen, um sich wahrsagen zu lassen, erfahren sie: Ach du liebe Zeit, du hast gegen das und das Tabu verstoßen. Du musst den Boden unter deinem Haus aufbrechen, den Schornstein anpassen, die Einrichtung in deinem Haus ändern und einen Talisman an den Türsturz hängen. Dann werden diese kleinen Dämonen es nicht mehr wagen zu kommen. In Wirklichkeit hat ein größerer Dämon den kleineren bezwungen, sodass der kleinere dich nicht mehr belästigen wird. Auf diese Weise wird das Leben viel friedlicher. Zuerst glaubte dieser Mensch nicht daran, aber da er es jetzt sieht, sagt er: Meine Güte, es war wirklich ein kleiner Dämon, der so viel Ärger gemacht hat. Sie haben keine andere Wahl, als daran zu glauben. Diejenigen, die nicht an Gott glauben und versuchen, in dieser Welt zu überleben, werden völlig von den Bösen kontrolliert, ohne das Recht oder jeden Raum selbst zu entscheiden. Sie müssen daran glauben. Andererseits verhält es sich bei denjenigen von euch, die an Gott glauben, so, dass du, wenn du weiterhin an diesen abergläubischen oder traditionellen Gedanken, Sichtweisen oder religiösen Dingen festhältst, wenn du ihre Feste feierst, an ihre Redensarten glaubst und ihre Traditionen, Lebensweisen und Einstellungen zum Leben fortführst und die Quelle deiner Freude im Leben auf diesen Redensarten gründet, Gott in einer Art stummer Sprache mitteilst:
Ich glaube nicht an deine Orchestrierungen und ich will sie auch nicht akzeptieren. Und zu den bösen Geistern, unreinen Dämonen und Satan sagst du in stummer Sprache: Kommt, ich glaube an eure Redensarten und ich bin bereit, mit euch zu kooperieren. Denn was die verschiedenen Einstellungen, die du hochhältst, und deine Gedanken, Sichtweisen und Handlungen anbelangt, akzeptierst du nicht die Wahrheit, sondern passt dich den Gedanken und Ansichten der bösen Geister, unreinen Dämonen und Satan an. Mit deinem Verhalten und Handeln führst du ihre Gedanken und Ansichten aus, weshalb du unter ihrer Macht lebst. Da du bereit bist, unter ihrer Macht zu leben, Teigtaschen machst, wenn du weggehst, und Nudeln isst, wenn du nach Hause kommst, und Reiskuchen und Fisch während des chinesischen Neujahrs essen musst, dann geh einfach mit ihnen mit. Du brauchst nicht an Gott zu glauben und du brauchst nicht zu verkünden, dass du an Gott glaubst. Überall und bei allem betrachtest du Menschen und Dinge gemäß der Lebensweise und Gedanken und Ansichten, die Satan dir eingeimpft hat oder nach religiösen Auffassungen, und dementsprechend verhältst du dich und handelst und lebst und überlebst du. Und was du tust, hat nichts mit dem zu tun, was Gott dich gelehrt hat. Es hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Das bedeutet, dass du wahrhaftig ein Anhänger Satans bist. Da du im Herzen Satan folgst, warum sitzt du dann noch hier? Warum hörst du noch der Predigt zu? Ist das nicht Täuschung? Ist das nicht Gotteslästerung? Da du so besessen bist von den Traditionen, dem Aberglauben und den religiösen Auffassungen, die dir von Satan eingeimpft wurden, in sie verstrickt bist und immer noch nachklingende Verbindungen zu ihnen hast, solltest du nicht mehr an Gott glauben. Du solltest im buddhistischen Tempel bleiben, Räucherstäbchen anzünden, dich auf den Boden werfen, Lose ziehen und Schriften rezitieren. Du solltest nicht im Haus Gottes bleiben, du bist nicht würdig, Gottes Worte zu hören oder Gottes Führung anzunehmen. Da du behauptest, Anhänger Gottes zu sein, solltest du diese Familientraditionen, den Aberglauben und die religiösen Auffassungen also loslassen. Sogar deine grundlegende Lebensweise, solange sie Tradition und Aberglauben beinhaltet, solltest du sie loslassen und nicht daran festhalten. Was Gott am meisten verabscheut, sind menschliche Traditionen, Festtage, Bräuche und bestimmte Lebensregeln, die aus der Volkskultur und der Familie stammen und hinter denen bestimmte Interpretationen stehen. Zum Beispiel müssen bestimmte Menschen beim Hausbau einen Spiegel an den Türrahmen hängen und sagen, er sei dafür da, böse Geister abzuwehren. Du glaubst an Gott und dennoch fürchtest du dich vor Dämonen? Du glaubst an Gott, wie können Dämonen dich so leicht belästigen? Bist du wirklich ein wahrer Gläubiger an Gott? Wenn ein Kind während des chinesischen Neujahrs etwas Unheilvolles sagt, wie wenn ich sterbe oder wenn meine Mutter stirbt, erwidern sie darauf schnell, pa, 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 die Worte eines Kindes brechen kein Tabu, die Worte eines Kindes brechen kein Tabu. Sie haben Todesangst, ihre Worte könnten wahr werden. Wovor hast du Angst? Selbst wenn es wahr wird, könntest du diese Realität etwa nicht akzeptieren? Könntest du dich ihr widersetzen? Solltest du sie nicht von Gott annehmen? Bei Gott gibt es keine Tabus, nur Dinge, die mit der Wahrheit übereinstimmen oder nicht. Als jemand, der an Gott glaubt, solltest du keine Tabus einhalten,
sondern diese Angelegenheiten im Einklang mit Gottes Worten und den Wahrheitsgrundsätzen handhaben. Bei unserem heutigen gemeinschaftlichen Austausch geht es um Themen, die davon handeln, inwiefern Traditionen, Aberglaube und Religion durch die Familie in die Menschen hinein konditioniert werden. Auch wenn wir vielleicht nicht viel über diese Themen wissen, reicht es aus, dir im gemeinschaftlichen Austausch mitzuteilen, welche Haltung du beibehalten und wie du an diese Fragen im Einklang mit Gottes Worten und den Grundsätzen herantreten solltest. Zumindest solltest du die Praxis beibehalten, alles, was mit diesen Themen zu tun hat, loszulassen und sie nicht in deinem Herzen zu tragen oder als normale Lebensweise zu betrachten. Was du vor allem tun solltest, ist, sie loszulassen und dich nicht von ihnen stören oder fesseln zu lassen. Du solltest dein Leben und deinen Tod, Glück und Unglück nicht nach ihnen beurteilen und selbstverständlich solltest du auch deinem zukünftigen Weg nicht dementsprechend gegenüberstehen oder ihn danach wählen. Wenn du aus dem Haus gehst und eine schwarze Katze siehst und sagst, wird der heutige Tag Pech bringen? Wird ein Unglück passieren? Wie ist dann diese Sichtweise? Was kann eine Katze dir antun? Selbst wenn es abergläubische Redensarten darüber gibt, haben diese nichts mit dir zu tun. Also gibt es keinen Grund zur Angst. Hab keine Angst vor einem schwarzen Tiger und schon gar nicht vor einer schwarzen Katze. Alles liegt in Gottes Händen und du solltest weder Satan noch irgendeinen bösen Geist fürchten, geschweige denn eine schwarze Katze. Wenn du keine Tabus im Herzen hast, nur nach der Wahrheit strebst und glaubst, dass alles in Gottes Händen liegt, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, selbst wenn es bestimmte Redensarten darüber gibt oder es dir Unglück bringen könnte. Zum Beispiel hörst du eines Tages plötzlich den Ruf einer Eule an deinem Bett. In der chinesischen Folklore sagt man, fürchte dich nicht vor dem Ruf der Eule, fürchte dich vor dem Lachen der Eule. Diese Eule ruft und lacht gleichzeitig, was dich zu Tode erschreckt und dich ein bisschen ins Herz trifft. Aber überleg eine Minute, was geschehen soll, wird geschehen und was nicht geschehen soll, das wird Gott nicht zulassen. Ich bin in Gottes Händen und alles andere ebenso. Ich habe keine Angst und es trifft mich nicht. Ich werde so leben, wie ich sollte, nach der Wahrheit streben, Gottes Worte praktizieren und mich allen Orchestrierungen Gottes unterwerfen. Das kann sich niemals ändern. Wenn dich nichts stören kann, dann ist das richtig. Wenn du eines Tages einen schlechten Traum hast, in dem deine Zähne ausfallen, deine Haare ausfallen, du eine Schale zerbrichst, dich tot siehst und alle anderen schlimmen Dinge gleichzeitig in einem einzigen Traum geschehen und keines dieser Szenen ein gutes Omen für dich ist, wie wirst du darauf reagieren? Bist du deprimiert? Bist du betrübt? Wird es sich auf dich auswirken? In der Vergangenheit warst du vielleicht ein oder zwei Monate lang betrübt und am Ende ist nichts passiert, sodass du erleichtert aufatmen konntest. Aber jetzt bist du nur leicht beunruhigt und sobald du daran denkst, dass alles in Gottes Händen liegt, beruhigt sich dein Herz schnell. Du trittst mit einer unterwürfigen Haltung vor Gott und das ist richtig. Selbst wenn diese schlechten Omen wirklich zu etwas Schlimmem führen, gibt es eine Möglichkeit, es zu beheben. Wie kannst du es beheben? Liegen schlimme Dinge nicht auch in Gottes Händen? Ohne Gottes Erlaubnis können Satan und die Teufel dir kein einziges Haar krümmen.
besonders in Angelegenheiten, die Leben und Tod betreffen, liegt die Entscheidung nicht bei Satan. Ohne Gottes Erlaubnis werden diese großen und kleinen Ereignisse nicht eintreffen. Daher spielt es keine Rolle, welche schlimmen Phänomene du eines Nachts in einem Traum siehst oder ob du in deinem Körper etwas Ungewöhnliches spürst, mach dir keine Sorgen, sei nicht beunruhigt und ganz bestimmt solltest du nicht versuchen, es zu vermeiden, abzulehnen oder dich dem zu widersetzen. Unterlasse den Versuch, menschliche Methoden wie Voodoo-Puppen, spiritistische Sitzungen, Lose ziehen, Wahrsagerei oder die Suche nach Informationen im Internet anzuwenden, um diese Risiken zu vermeiden. Das ist alles nicht nötig. Möglicherweise weist dein Traum darauf hin, dass tatsächlich etwas Schlimmes passieren wird. Du gehst bankrott, deine Aktien fallen, dein Geschäft wird von anderen übernommen, du wirst bei einer Versammlung von der Regierung verhaftet, jemand erstattet Anzeige gegen dich, während du das Evangelium verbreitest und so weiter. Na und? Alles liegt in Gottes Händen, hab keine Angst. Sei nicht besorgt, sei nicht bekümmert und fürchte dich nicht vor schlimmen Dingen, die noch nicht geschehen sind, und wehre dich natürlich nicht und widersetze dich nicht, wenn irgendetwas Schlimmes geschieht. Tu das, was ein geschaffenes Wesen tun sollte. Komm deinen Pflichten und Verpflichtungen nach als geschaffenes Wesen und nimm die Position und Perspektive ein, die ein geschaffenes Wesen haben sollte. Das ist die Einstellung, die jeder haben sollte, wenn er mit etwas konfrontiert wird. Das bedeutet es, zu akzeptieren und sich zu unterwerfen und die Dinge seinen Orchestrierungen zu überlassen, ohne sich zu beschweren. Auf diese Weise werden religiöse, traditionelle oder abergläubische Redensarten oder Folgen kein Problem für dich sein und keine Störung verursachen. Du wirst wirklich aus der Macht Satans und dem Einfluss der Dunkelheit hervortreten, nicht länger von der Dunkelheit oder irgendwelchen Gedanken Satans kontrolliert werden. Deine Gedanken, deine Seele, dein ganzes Sein werden durch Gottes Worte erobert und gewonnen. Ist das nicht Freiheit? Das ist absolute Freiheit, in Befreiung und Freiheit zu leben und das Abbild eines Menschen zu haben. Wie großartig ist das? Das ist im Grunde der Inhalt unseres heutigen gemeinschaftlichen Austauschs. Im Hinblick auf bestimmte Tabus bei den Gewohnheiten im täglichen Leben, etwa welche Lebensmittel bei bestimmten Krankheiten nicht gegessen werden dürfen und dass einige Menschen keine würzigen Speisen zu sich nehmen dürfen, weil sie zu übermäßiger innerer Hitze neigen. Solche Dinge haben nichts mit dem eigenen Verhalten oder mit irgendwelchen Gedanken und Ansichten zu tun, geschweige denn mit dem Weg, den man einschlägt. Sie fallen nicht in den Rahmen unseres gemeinschaftlichen Austauschs. Das Thema unseres gemeinschaftlichen Austauschs über die Konditionierung durch die Familie befasst sich mit den Gedanken und Ansichten der Menschen, ihrer normalen Lebensweise und ihren normalen Lebensregeln, mit ihren Gedanken, Ansichten, Standpunkten und Perspektiven zu verschiedenen Dingen. Dadurch, dass diese falschen Gedanken, Ansichten und Haltungen in jeder Hinsicht beseitigt werden, müssen Individuen als nächstes in die richtigen Gedanken, Ansichten, Haltungen und Perspektiven zu Dingen eintreten, nach diesen suchen und sie annehmen. Gut, das wäre dann alles zu unserem gemeinschaftlichen Austausch über das heutige Thema. Auf Wiedersehen!